Es riecht ein bisschen nach Kotze. Ende des Jahres, wenn ich das hier alles mal aufgebraucht habe, wenn ich nicht aussehe wie ein anderer Mensch, möchte ich mein Geld zurück. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr liebt es, mir macht das überraschenderweise ziemlich viel Spaß. Und zwar war ich gestern nach langer, langer Zeit mal wieder beim Action. Falls ihr Action nicht kennt, Action ist ein Laden, der hat alles. Also wirklich. Alles. Von Essen bis Kerzen, bis Bohrmaschinen, bis Wäscheständer, bis Hygieneartikel, alles. Und ich habe gestern eine kleine Weltreise unternommen und bin von mir zu dem nächsten Action gefahren. In der Nähe hat bei mir neulich einer aufgemacht, den kannte ich aber noch nicht. Und dann bin ich lieber eine halbe Stunde weitergefahren und wusste, dass die viel haben. Und ich habe eine dicke, fette Tüte mit Action-Produkten. Und ich zeige euch heute, was ich alles gekauft habe. Denn ich werde euch heute alles zeigen, was in dieser Tüte ist. Und falls ihr nicht verpassen wollt, wie die Sachen sind. Ich werde TikToks mit den Masken drehen. Ich werde hier immer so ein bisschen was mit reinbringen. Ich werde auch ein komplettes Video zu einzelnen Produkten machen. Also abonniert unbedingt den Kanal, dass ihr das nicht verpasst. Und schaut bei Instagram und TikTok vorbei. Da lade ich im Moment sehr, sehr, sehr viel hoch. Und ich würde vorschlagen, wir starten. Ich habe wie immer bei meinen Hauls gar keinen, wirklich gar keinen roten Faden. Das, was oben liegt, das zeige ich euch. Was vielleicht ganz spannend ist, ich hatte euch bei Instagram gefragt, ob ihr mir ein paar Sachen empfehlen könnt. Denn ehrlich gesagt, ich bin vielleicht zweimal im Jahr bei Action gewesen bis jetzt und ich war erst zweimal dort. Also ich habe keine Ahnung, was Action hat und deswegen hatte ich euch gefragt, ob ihr mir ein paar Produkte empfehlen könnt. Und ich habe alle Empfehlungen, die bis ich da war, auch gekauft, außer die, die es natürlich nicht gab. Und ich fange tatsächlich auch als erstes mit dem Bon an. Der ist sehr lang. Ich habe 77,11 Euro ausgegeben. Ein Teil habe ich unten, das habe ich gestern schon ausprobiert. Das war ein Dampfgerät. Fürs Gesicht. Also da packst du dein Gesicht rein, da dampft es, dann öffnen sich die Poren und du kannst Pflege recht gut in die Haut mit reinbringen. Hat 6,95 Euro gekostet, habe ich euch bei Instagram oder bei TikTok schon gezeigt. Sehr, sehr gut, mag ich gerne. Und für den Preis ist das echt gut. Ich muss sagen, bei Action ist mir aufgefallen, man kann sich da schon lange aufhalten. Selbst wenn man Kinder hat oder auch Tiere hat, da gibt es ja alles. Da gibt es ja wirklich alles. Das ist verrückt, das hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht und irgendwann habe ich dann gesagt, komm, egal, das ist teilweise wirklich so günstig. Ich nehme einfach Sachen mit und schaue, wie sie sind. Ich fange als erstes mit diesem Produkt an. Und das haben mir sehr, sehr viele von euch empfohlen. Und zwar Eliza Jones Laboratories. Das ist eine Skincare-Linie. Ich habe hier einmal den Super Booster mit 10% Niacinamid und 1% Zink. Habe ich auch heute Morgen schon probiert. Sieht einmal so aus, ähnlich wie Ordinary. Hat mir sehr, sehr gut gefallen vom Gefühl auf der Haut. Es gab auch noch mehr und ich habe alles mitgenommen, was es da war. Und zwar ein Super Booster, ein Age Defense mit 0,5% Retinol und Vitamin E. Auch hier so eine schöne Pipette. Das habe ich noch nicht benutzt. Wollte ich heute Abend einmal benutzen. Und dann dachte ich eigentlich, es gab nämlich auch noch eine Verpackung von Eliza Jones, die ähnlich aussah. Da war aber nur das drin. Also so eine kleine Tube. Die haben aber auch nur 1,95 Euro gekostet. Da habe ich hier einmal das Face and Neckline Serum, Gold und Kollagen. Auch das fühlt sich sehr, sehr gut an. Ich probiere im Moment auch so ein bisschen auf meine Skincare zu achten und zu schauen, welche Produkte vertrage ich, welche vielleicht eher nicht so. Deswegen mache ich dann immer so eine Woche diese Reihe, vielleicht auch zwei, eine Woche diese Reihe, um zu gucken, wie sind die Sachen. Also ich habe viel von Eliza Jones mitgenommen. Hier gab es auch noch ein Hyaluronserum. Auch das war in so einer kleinen Verpackung, aber für 1,95 Euro, ganz ehrlich, völlig in Ordnung. Dann habe ich mir hier eine Yellow Rubber Face Mask mitgenommen. Die soll die Haut weich machen und mit Feuchtigkeit versorgen. Da sind zwei Sachen drin. Einmal so zwei Sachets und ein Löffel ist wahrscheinlich ein Dupe zu diesen Dr. Jart Masken. Die kosten, glaube ich, 36 Euro. Kann man sich selber anmischen und dann soll man so eine Gummimaske haben oder so. Bin ich gespannt. Auf TikTok gibt es dazu bald Videos, wo ich alle Masken trage. Ich will den Maskenmontag mit Maxim auch so ein bisschen wieder aufleben lassen. Es hat euch immer gut gefallen und ich habe jetzt, glaube ich, so viele Masken, wie ich noch nie in meinem Leben hatte. Und deswegen schaut gerne bei TikTok vorbei, falls ihr TikTok habt. Ansonsten lade ich das Ganze auch immer bei Instagram in die Story oder mittlerweile auch in meine YouTube Stories. YouTube hat ja jetzt auch so eine Funktion. Ist mir ein bisschen suspekt, aber ich bin gespannt. Dann habe ich hier
Ein Putzmittel von Blue Wonder. Ich glaube, dass das die Originale oder die Alternative, ich weiß es nicht, vom Blauen Wunder. Ich bin ja so ein Teleshopping-Opfer, ne? Ich könnte ja den ganzen Tag Teleshopping gucken. Aber ich kaufe da immer nicht, weil ich traue mich das nicht. Ich habe Angst, da anzurufen, zu sagen, hallo, ich hätte gerne das. Deswegen kaufe ich nichts im Teleshopping. Aber ich habe das mitgenommen. Das ist ein Allzweckreiniger und den habt ihr mir empfohlen. Der soll Fett, Schmutz und Fettschmutzfleck. Fettschmutzfleck. Fettschmutzflecken entfernen. Habe ich gestern im Bad schon benutzt. Ihr seht das sehr gut. Es riecht tatsächlich so ein bisschen wie ein Putzmittel, ne? Also nicht so duftend nach Zitrone oder Orange oder Lavendelblüten. Aber es hat sehr, sehr gut sauber gemacht. Und das ist auch eine Menge. 750 Milliliter. Blue Wonder, 1,99. Kannst du nichts sagen. Dann habe ich mir hier von Musk 2 ein Parfum mitgenommen. Es gibt ja auch wirklich super, super viele Parfums bei Action. Ich habe nicht alles gerochen, weil das ist ein bisschen anstrengend mit Maske ab, am Tester riechen, Maske wieder rauf. Aber den habe ich gerochen und das riecht sehr, sehr süßlich. Und ich habe mir das als Raumduft mitgenommen. Ich habe ja so eine Macke, ne? Ich habe ja mittlerweile sehr viele Parfums, auch von La Rosée. Und ich kann das alles nicht auf meinem Körper tragen. Deswegen benutze ich günstige Parfums gerne als Raumduft. Und das riecht sehr, sehr schön. So ein bisschen wie so eine Boutique, wo so eine reiche, ältere Dame hingeht, die mit ihrem Mantel da reinstolziert, ihrer Birkin Bag und sagt, hallo, guten Tag, ich bin hier, ich hätte gerne ein Glas Champagner. So riecht das sehr, sehr gut. Es ist natürlich ein Damenduft in Anführungszeichen, aber als Raumduft hat mir das sehr gut gefallen. Dann habe ich mir hier noch so eine weitere Rubber Mask mitgenommen. Die hat, oh shit, die riecht nach, also hat Bananen drauf. Habe ich nicht drauf geachtet. Ich hasse Bananenduft. Aber die ist ähnlich wie das. Ich bin gespannt, wie sie funktionieren. Ich gehe ja da immer recht offen an so günstige Masken ran, weil ich nicht der Meinung bin, dass die wirklich viel machen, außer so ein kurzzeitiges Wohlfühlerlebnis. Und wenn es das schon tut, ist okay. Es war alles super, super günstig. Genauso wie diese Maske. Das ist eine Sheet Mask mit weißem Trüffel. Es gibt auch viele koreanische Skincare-Artikel bei Action scheinbar. Und das soll helfen, die trockene Haut weich zu machen. Und Freunde, ich habe wenige Pet Peeves, ne? Aber Trüffel ist eins davon. Ihr könnt den ganzen alles mit Trüffel essen. Ich möchte gerne nach, ne, Trüffel riechen nicht. Ich möchte alles mit Trüffel haben. Aber eine Maske mit Trüffel? Ich hoffe, sie riecht nicht nach Trüffel. Oder vielleicht eigentlich schon. Ich bin gespannt. Falls ihr einige der Produkte schon habt, dann schreibt mir doch unbedingt in die Kommentare, wie die Sachen sind, sodass ich einfach weiß, okay, das ist gut, das ist nicht gut. Da bin ich immer super gespannt drauf. Dann habe ich hier zwei Paletten von Fab Factory. Die sehen so ein bisschen aus wie diese Huda Beauty 9er Lidschattenpaletten. Auch die waren recht günstig, sind sogar beide vegan und sind recht kühl. Dazu gibt es ein komplettes YouTube-Video, wo ich ein Full-Face-Make-up oder fast Full-Face-Make-up mit Action-Make-up mache. Ich habe das Ganze schon mal gemacht und das war wirklich, wirklich gut. Und für den Preis, why not? Genauso wie diese Palette hier. Und das ist die Let's Rock Those Gems. 12 Colors Baked Eyeshadow Palette. Die sieht einfach 1:1 aus wie so eine BH Cosmetics die Sternzeichenpalette da. Bin ich gespannt, sind schöne Farben drin. Eine ist gerade schon kaputt, sehe ich, aber ich habe auch so viel in der Tüte gehabt. Ist nicht so schlimm. Für ein paar Euro zum Testen ist das gut. Hier sind wirklich schöne Farben mit drin und diese gebackenen Texturen sind halt auch immer ganz besonders. Es gab auch sehr, sehr viele große Paletten. Ich habe hier nämlich noch eine. Das ist die Soir Palette und die gefällt mir optisch sehr, sehr gut. Ich liebe diesen Sonnenuntergang mit den Sternen. Ist von Max & More und ist vom Farbschema recht spannend. Also wir haben wirklich neutrale, kühle Töne, aber dann auch so ein bisschen grün und blau. Erinnert mich so ein bisschen an so eine Anastasia Subculture Palette. Testen wir, zeige ich euch bald. Dann habe ich etwas meiner Mutter mitgebracht. Das ist ein Chai Tea, ein Herbal Infusion Tea mit Ingwer, mit Zimt, mit Orange. Meine Mutter liebt Chai Tea und ich dachte, für ein paar Cent nehme ich ihr den auch mit. Falls er ihr schmeckt, sage ich euch Bescheid in einem Aufgebraucht-Video. Generell, falls euch Aufgebraucht-Videos interessieren, abonniert unbedingt den Kanal. Ich mache jetzt regelmäßig Aufgebraucht-Videos. Die Schublade ist voll. Und wenn ich diese Masken aufgebraucht habe, dann haben wir einiges zu besprechen, Freunde. Dann habe ich mir hier ein Rose Water Face Mist mitgebracht von The Beauty Department. 150 Milliliter Rose, also Rosenwasser-Sprays sollen wohl sehr gut und sehr gut für die Haut sein. Das riecht sehr frisch.
Ich mag den Duft von Rosen immer sehr gerne. Auch hier bin ich gespannt, vielleicht habt ihr davon schon eine Erfahrung gemacht. Ist auf jeden Fall ohne Alkohol, glaube ich. Ja, also ich sehe jetzt hier keinen Alkohol auf der Liste, aber also die Ingredients sind Wasser, Rosenwasser, Glycerin, also wirklich feuchtigkeitsspendend und hinterlässt tatsächlich auch auf der Haut so einen Glow, habe ich gestern am Auto auch schon aufgesprüht. Dann habe ich noch was für meine Mama mitgebracht, die liebt nämlich Lavendelcremes und da habe ich hier von Sleep Tight Clean Beauty by Elvira eine Lavender Overnight Mask. Die soll für die Nacht sein und so ein bisschen nach Lavendel riechen. Ihr kriegt dann Schreikrampf bei Lavendel, ne? Aber wenn es ihr gefällt, Mutti, schreibt mal in die Kommentare. Dann habe ich so ein bisschen Food mitgebracht. Ihr hattet mir ganz, ganz viele verschiedene Snacks mit draufgeschrieben, aber ich habe die nicht gefunden. Was ich dafür aber gefunden habe, sind Zero Pasta Spaghetti. Da habe ich auch noch mit Zero Noodles mitgebracht. Ich glaube, das ist dasselbe. Glutenfrei. Diese ganze Packung hat 18 Kalorien und ich liebe Nudeln, aber Freunde, Gluten und Nudeln und mein Belly. Ich bin gespannt. Also ich erinnere mich, ich hatte das vor Jahren mal. Da habe ich aus dem Asia-Supermarkt, da haben die 8 Euro gekostet und die haben jetzt Knoblauchsoße. Ja, eine Knoblauchsoße habe ich auch noch mitgenommen. Die ist sehr lecker, aber die habe ich schon im Kühlschrank. Zero Noodles, 99 Cent. Das ist schon sehr gut für diese, ich glaube, die bestehen aus Cognac. Also nicht Cognac zum Trinken, sondern dieser Cognac-Wurzel. Schmeckt ein bisschen eklig, aber wenn es hilft, mein Gott. Dann habe ich hier, ebenfalls wie diese Trüffelmaske, eine Maske mitgenommen mit Kaviar. Soll der Haut einen Boost geben, steht drauf? Ja, weiß ich nicht. Mit Kaviar. Kaviar-Extrakt, ja, Tatsache, steht auch wirklich drin. Ich bin gespannt. Wo ich so ein bisschen zwiespältig war, aber ich habe mich erinnert, dass ich sowas Ähnliches schon mal hatte, war eine Schneckencreme. Die soll die Hauttextur verbessern. Ein bisschen eklig klingt's. Ich hoffe, wollen wir mal riechen dran? Kommt in einem Glastiegel, ist sehr viel drin. Okay, es riecht definitiv nicht nach Schnecke. Ist tatsächlich wie so ein Mousse, sehr, sehr leicht. Es gibt so ein Beauty-Treatment, ne, von den reichen und schönen Hollywood-Stars. Wenn du nicht weißt, was du mit deinem Geld machen sollst, dann lässt du dir entweder Blattgold ins Gesicht legen oder lässt Schnecken über dein Gesicht wandern. Und der Schneckenschleim, I'm sorry, es soll wohl helfen und jugendlich frisch machen. Wenn es das auch in einer Creme gibt, dann bin ich damit happy, dass keine Schnecke über mein Gesicht rennen muss. Aber ich werde euch dazu auch ein Update geben. Dann habe ich mir eine Lollipop-Maske mitgenommen. Eine Selfie-Sheet-Mask. Also die soll wahrscheinlich einfach nur süß sein. Das ist halt so das Ding, wo ich mir denke, okay, da bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Ne? Sind die Sachen wirklich gut oder ist es nur so ein Gimmick, dass es süß aussieht und dass es einfach Spaß macht? Ich habe die Action-Maske noch nicht ausprobiert. Was ich aber kenne und unbedingt mitnehmen musste, sind diese beiden Puder. Ich habe das schon mit Pfirsich gehabt und jetzt gab es das mit Kirsche und Banane. Ich habe es mitgenommen fürs Video. Das sind lose Puder. Das sind wirklich sehr, 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 sehr gute Puder. Die riechen tatsächlich auch. Ne? Also die sind schon recht stark parfümiert. Habe ich gar kein Problem mit. Und das Pfirsichpuder war sehr, sehr gut. Ich habe jetzt einfach mal beide mitgenommen. Vielleicht sind sie gut. Auch da gebe ich euch dann in dem Make-up-Video ein Update zu. Okay, hier ist noch was von Eliza Jones. Das ist das Face and Neckline Serum mit natürlichen, ich glaube, das war so ein Öl. Das sah toll aus heute. Das habe ich heute Morgen unter meine Foundation gegeben. Nicht auf die Foundation, sondern das, was ich davor drauf hatte. Avocadoöl, Vitamin E, Mandelöl, Beta-Carotin und Arganöl ist hier mit drin. Hinterlässt einfach wirklich so einen schönen Film auf der Haut. Und das ist zum Abschluss der Pflege abends vor allen Dingen immer sehr gut. Mag ich sehr gerne. Ich teste gerade sehr viele verschiedene Öle. Ich habe von Balea so ein Hanföl. Ich habe das von Huda Beauty. Aber das kostet 70 Euro. Und Freunde, mir wächst das Geld auch nicht aus den Augen, ne? Deswegen muss man gucken, wo man bleibt. Ich habe mir noch eine Maske mitgenommen und auch die habe ich gestern schon benutzt. Und da war ich so ein bisschen überrascht. Ich hatte erst mein Dampfbart im Gesicht und dann habe ich die aufgetragen. Und das ist eine Pink Clay Mask mit französischer Tonerde und Rosenwasser. Und ich dachte, dass das so eine richtig feste Maske wird. Kennt ihr diese Tonerde-Masken? Die werden dann so bröckelig und dann krümelt das überall runter. Und ich habe die aufgetragen, habe gegessen, habe vergessen, dass ich die Maske drauf hatte, gehe ins Bad und es war fast alles weg. Also meine Haut hat die aufgesaugt wie... Kann ich nicht drüber reden. Aber hat mir gut gefallen, auch die werde ich weiter testen. Hier ist noch die Verpackung von dem Age Defense Retinol Booster von Eliza Jones. Da haben mir wirklich sehr, 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 sehr viele geschrieben,
dass sie super gut sein soll. Ich habe noch nie was von der Guten gehört. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Sabrina Rudnick, Eliza Jones und wie hieße Elvira, dass sie irgendwie miteinander verwandt sind. Hier ist noch eine Tüte von den Nudeln. Super. Oh, das habe ich vergessen. Das ist ein Super Booster Brightening Serum mit Liposomal Vitamin C und Matrixyl. Meine Skincare-Freunde, bitte schreibt mir gerne einmal in die Kommentare, was Matrixyl machen soll. Ach, so steht hier sogar. Reduces the appearance of fine lines and wrinkles. Ich sag euch, Freunde, ne? Kommt in einem Monat nochmal, dann hatte ich hier keine small, fine lines. Die Schnecke ist übers Gesicht gewandert und die weiße Trüffelmaske. Kylie Jenner is shaking. Der Schwamm wurde mir von euch empfohlen. Das ist so ein Make-up-Sponge im Marble-Design. Ich mag diese Form nicht. Die sehen immer ein bisschen schwierig aus. Sie sind aber gut, um schnell aufzutragen. Auch den werden wir in dem Make-up-Video testen. Und dann habe ich mir ein Rouge Edition Velvet Lipstick mitgebracht. Ich fand die Farbe schön. Hier steht jetzt leider keine Farbe mit drauf. Aber den könnte ich mir als Blush auch gut vorstellen. Auch den werden wir testen. Falls ihr es nicht verpassen wollt, kommt bald wieder. Okay, Freunde, hier habe ich eventuell etwas gefunden, was ziemlich krass sein könnte. Ihr kennt mit Sicherheit alle Olaplex. Olaplex ist wohl das Ding, was die Haare elementar verändert. Kostet aber auch so viel wie elementare Veränderungen von Haaren. Und ob es wirklich so ist, keine Ahnung. Ich habe nicht so viele auf dem Kopf. Aber ich dachte mir, ich probiere das mal aus. Das sieht nämlich genauso aus wie die Olaplex-Verpackung, nur halt in Rot. Und es steht Plex mit drauf. Dann hoffe ich, dass da auch Olaplex mit drin ist. Manchmal ist es halt so, das ist gang und gäbe in dieser Industrie, dass günstigere Produkte in derselben Fabrik produziert werden wie die teureren Produkte. Und manchmal sind es auch dieselben Inhaltsstoffe, beziehungsweise immer so ein bisschen abgewandelt. Keine Ahnung, please don't sue me, Olaplex. Aber das ist ein Shampoo, auch das werde ich testen, da bin ich sehr gespannt. Und es, ja, riechen tut es jetzt nicht so gut. Es riecht ein bisschen nach Kotze. Okay, das riecht wirklich nach Kotze. Gut, dass wir hier viele andere Sachen noch mit dabei haben. Ich gebe euch Bescheid. Dann haben wir hier noch mehr Masken. Eine Collagen Firming and Plumping Maske von The Mask Doctor. Ich denke mal, dass das wirklich dupe sein können zu diesen Dr. Jart Dingern. Dann eine Hot Hair Treatment Maske, Keratin. Die soll man ins heiße Wasser legen, dann auf die Haare packen, dann so eine Mütze aufsetzen und dann auswaschen. Bin ich gespannt. Freunde, ich sag euch, werde ich hier in 3 Monaten, Ende des Jahres, kommt mal Ende des Jahres wieder, vielleicht auch ein bisschen früher, ne? Aber Ende des Jahres, wenn ich das hier alles mal aufgebraucht habe, wenn ich nicht aussehe wie ein anderer Mensch, möchte ich mein Geld zurück. Eine Watermelon Fruity Face Maske, das ist bestimmt eklig. Dann habe ich hier noch eine Haarmaske, eine Relaxing Haarmaske mit Kokosnuss. Das kann ich mir gut vorstellen. Sieht dann immer lustig aus. Auch da kriegt ihr Bescheid natürlich. This is your face mask show. Eine folierte Maske. Eine goldene Hydrogel Maske. Und die habe ich mitgenommen, weil ich das sehr, sehr gut finde, dass sie in 2 Teilen schon kommt. Offensichtlich trage ich Bart und diese Sheetmasken halten bei mir gar nicht. Deswegen muss ich die immer durchschneiden und wenn die schon durchgeschnitten ist, kann ich erst die raufgeben und dann am nächsten Tag nochmal diesen unteren Teil, die drehe ich dann einfach um, mache die Augen zu und dann passt das. Genau. Oh, habe ich die 2-mal mitgenommen? Ja, die Kollagenmaske habe ich 2-mal mitgenommen. Da seht ihr, ich habe halt einfach, ich war halt wie in so einem Rausch, ne? Ich habe einfach rein in den Einkaufswagen und immer mehr und es wurde immer voller, aber es waren am Ende 77 Euro. Dann habe ich hier noch ein Setting Spray mitgenommen von Max & More. Auch das wird in dem Make-up-Video getestet. Und eine Niacinamid-Maske. Ich muss sagen, ich habe Niacinamid irgendwie immer nie so verstanden, bis ich dieses Balea-Serum getestet habe und das war sehr, 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 sehr gut. Deswegen habe ich mir hier nochmal eine Maske mitgenommen. Genauso wie die Bubble Sheet Mask. Das ist eine Sheetmaske, die bubbelt dann so auf und das kitzelt. Und ein Vitamin E Skin Oil für eine weiche und nourished Skin soll wohl gut zum Massieren sein. Ich gebe mir gerne Öle, vor allen Dingen im Winter, auf meine Füße, auf meine Ellenbogen hier, wenn das zu trocken ist, und auf meine Haut, wenn ich nirgendwo mehr hingehe. Im Sommer ist so ein Öl halt auch immer schön, ne? Da sieht die Haut dann einfach immer, das riecht toll, sehr, sehr frisch aus. Und dann habe ich hier noch einen Rosenlippenstift in Form einer Rose. Auch hier
Wie gesagt, keine Ahnung, was das ist. Soll man wohl so aufmachen und dann hat man da drin einen Lippenstift. Auch den werden wir definitiv testen. Ich bin super gespannt, wie die Sachen sind. Wie gesagt, das war wirklich jetzt eine Menge. Sehr maskenlastig, aber ich glaube, dass wir damit viel herausfinden können über meine Haut. Und wenn ich danach aussehe wie 30 Jahre jünger, sei mir hin. Freunde, das war mein Action-Haul, Freunde. Ich bin sehr gespannt, wie euch das gefällt. Ich gebe euch definitiv zu allen Produkten ein Update. Ich sammle den ganzen Müll, meine Bude hier oben, ne? Wenn ihr das sehen könntet. It's a lot. Aber für euch mache ich das gerne. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.